Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir basteln heute eine Verpackung für eine kleine Handcreme. Und zwar habe ich hier auch schon mal ein bisschen was vorbereitet. Wir brauchen ein Stück Farbkarton in den Maßen 14 x 19,5, und der wird an allen vier Seiten, also ringsherum, jeweils bei 2,5 und bei 5 cm gefalzt. Dann sieht das so aus. Und dann wird dieser auch schon zurechtgeschnitten. Und zwar, ich habe das zwar eingezeichnet, aber ich glaube, man sieht es nicht, was weg kann. Und zwar an allen Seiten kommen immer die äußeren Quadrate weg. Das heißt das, das und das. Hier auch das, das und das. Dann schneiden wir das einfach mal ab und ich würde sagen, wir machen das gemeinsam. Hier an der kurzen Seite schrägen wir auch direkt ab, ein kleines bisschen. Dann können wir natürlich noch mit einschneiden. So, bis zur zweiten Falzlinie wird geschnitten. Das hier kommt weg. Genau. Und das hier kommt weg. Und da das hier die Laschen sind, können wir die auch ein bisschen abschrägen. So, dann schneiden wir hier wieder ein. Erst einmal ein bisschen anschrägen und dann gerade bis zur zweiten Falzlinie einschneiden. Hier auch bis zur zweiten Falz einschneiden. Dann kommen die beiden weg. Das eine hier kommt weg. Und hier wird jeweils noch mal ein bisschen angeschrägt. Und das gleiche machen wir auf der anderen Seite auch. Also abschrägen, bis zur zweiten einschneiden, hier ebenfalls. Und das kommt weg. Kennt diese Box auch bestimmt, die gibt es ja in so vielen verschiedenen Größen und es gibt auch davon schon einige Anleitungsvideos. Und das ist eigentlich im Prinzip eine Box, die nicht nur aus einer Wand besteht jeweils, sondern eben doppelwandig ist und dadurch wird sie natürlich stabiler. Gut, so eine Mini-Handcreme ist jetzt nicht unbedingt schwer, aber dann ist einfach diese Verpackung nicht so wabbelig, sag ich mal. Gut, und wenn wir das haben, dann können wir die Box einmal nachfalzen und schon zusammenkleben. So, einmal den Müll entfernen. Also ich kann machen, was ich will. Mein Mülleimer ist immer voll. Ich habe hier zwar nur so einen kleinen, also ja, so einen großen Tischmülleimer, aber trotzdem, der ist immer voll. Ja, weiter geht's. Also falzen wir einmal alles nach. Und dann könnt ihr überlegen, mit was ihr das zusammenkleben möchtet. Ob Flüssigkleber oder Abreißklebeband. Ich nehme das Abreißklebeband, das geht einfach schneller. Beziehungsweise ich nehme eigentlich beides. Und zwar zuerst wird ganz normal eine Box zusammengebaut. Kennt ihr ja, ne? So. Und dann kommen diese hier nach innen. Aber hier außen machen wir jetzt zuerst einmal Klebeband drauf. Ihr könnt das wie gesagt auch mit Flüssigkleber machen, das ist ganz euch überlassen. Der Boden wird bei mir auch nicht dekoriert, also kommt kein Designerpapier drauf. Das geht nur außenrum. So.
Dann kommt die Schutzfolie ab und wird zusammengeklebt. In meinem Fall sind jetzt diese Laschen hier in der Box etwas übereinander. Wenn das stört, dann müsst ihr eben die Laschen ein bisschen kürzen. Aber man sieht es eigentlich nicht, da wir ja diese hier noch drüber klappen und draufklicken. So. Okay. Fertig, noch einmal kurz drüber gehen. Und jetzt, wie gesagt, werden die hier nach innen geklappt. Dafür nehme ich aber dann den Flüssigkleber. Ich habe ja diesen VBS-Flüssigkleber. Der trocknet ziemlich schnell und deswegen benutze ich einfach den hier. Wir fangen mal an. Ist eigentlich egal, ne? Genau. Das heißt, ich mache mir hier einfach ein bisschen Kleber drauf. Und nach innen klappen. Fertig. Gehe ich noch einmal ein bisschen mit dem Falzbein drüber, damit der Kleber auch schön klebt. Und das war es auch schon. Und diese Box könnt ihr im Prinzip in allen möglichen Größen basteln. Braucht ihr dann ja nur größer oder kleiner zu machen. Je nachdem, für was ihr diese eben benötigt. Aber wie gesagt, sie ist eben stabiler, als wenn man das Ganze nur einwandig macht. So, schon fertig. Fertig ist der Boden und dann basteln wir uns die Ummantelung außenrum. Und zwar gibt es nicht keinen Deckel dafür, sondern das wird dann so eine Schubverpackung, die man hier so rein und rausziehen kann. Wer möchte, kann sich hier jetzt noch so eine Griffmulde reinmachen. Wenn nicht, ist das natürlich auch nicht schlimm. Man kann es ja hier so rausschieben dann. Ne? Also ich lasse es jetzt mal weg. Und für diese Ummantelung braucht ihr ein Stück Designerpapier in dem Maß 14,3 x 9,6 cm. Und er wird gefalzt bei 4,1, bei 6,6, bei 10,7 und bei 13,2. Das hat deswegen dieses krumme Maß, damit das hier schön drumherum passt. Also an jeder Seite habe ich 1 mm dazugegeben und so passt das hier schön außenrum. Okay. Wir können auch schon mit Designerpapier arbeiten. Und zwar habe ich da zwei Stücke, die sind 9,1 x 3,7 cm groß. Das sind diese hier. Und dann habe ich noch zwei kleine Stücke. Die sind 9,1 x 2,2 cm. Und die werde ich jetzt schon einmal hier drauf kleben. So. Ich wollte ursprünglich erst komplett nur dieses Designerpapier, also nur die Seite dieses Designerpapiers verwenden, um die Box zu gestalten, aber das war mir dann doch zu eintönig. Deswegen habe ich es rumgedreht und habe dann eben
das andere Motiv mit den Blättern, das ja jetzt auch schön zum Herbst passt, wobei bei uns ist ja irgendwie wieder der Sommer ausgebrochen mit 25 Grad oder noch mehr. Aber gut. Ich bin trotzdem schon im Herbst, beziehungsweise eigentlich schon im Winter, denn ich habe schon zwei Adventskalender gebastelt. Ja. Einer ist auch schon komplett fertig und wurde schon bei der Nachbarin abgegeben für ihren Sohn. Und der andere ist für meine Tochter. Da habe ich schon ja, die Rohfassung sozusagen fertig. Da fehlt noch die Dekoration. Und ich werde für mich noch einen basteln. Und ja. Ich habe jetzt aber zwischenzeitlich, weil bei dem vielen Weihnachtsbasteln, muss man zwischenzeitlich auch mal was anderes machen. Da habe ich dann auch mal ein paar Boxen gebastelt. Aus Graupappe. Und zwar hat ja die Susi von der Ideenmanufaktur einmal aus Graupappe die Nähmaschine gebastelt. Die habe ich nachgemacht. Die ist echt super geworden. Wenn ihr sehen wollt, wie die aussieht, die ist auf meiner Facebook-Seite. Da habe ich ein paar Bilder eingestellt. Dann habe ich nochmal so eine Nähmaschine etwas kleiner gebastelt. Ebenfalls Bilder auf der Facebook-Seite. Und dann habe ich mir auch noch eine Würfelbox gebastelt. Ich weiß, wir schweifen jetzt etwas ab. Aber das muss manchmal auch sein. Und zwar hat sie eine Würfelbox aus Graupappe gebastelt. Ich habe es allerdings ein bisschen anders gemacht. Sie hat ja, ich glaube, 1,5 und 2 mm Graupappe verwendet. Ich habe komplett nur 2 mm Graupappe verwendet. Auch für den Deckel. Ich zeige ihn euch einmal. Das ist der Deckel, den habe ich verziert hier mit Weihnachtssternen und Glitzerkügelchen und Sternchen und so weiter. Und der kommt hier noch drauf. Der geht aber etwas schwerer drauf, weil ich eben nur mit dieser 2 mm Graupappe gearbeitet habe. Also er sitzt etwas stramm, aber ich habe mir jetzt nochmal einen neuen gemacht, einen neuen Deckel. Dann werde ich das nämlich jetzt so machen, dass ich mir für diese Box einen neuen Deckel anfertige und für diesen Deckel eine neue Box. Und habe ich schon einen Deckel, der passt super, der sitzt schön und den muss ich noch dekorieren. Im Übrigen, wenn ihr keine Graupappe habt, ist das auch gar nicht schlimm. Denn ich habe Boxen gemacht, beziehungsweise dieser Deckel hier. Der ist aus Versandkartons. Das heißt, wenn ihr irgendwo was bestellt, bekommt ihr einen Karton geliefert und meistens zerreißt man den und schmeißt ihn weg. Je nachdem, welche Größe er hat. Und ich hatte jetzt die Graupappe hier bei, ich glaube, bei VBS bestellt. Und die war 50 cm mal 40 cm oder sowas. Und die war in einem riesengroßen Karton. Und diesen Karton habe ich mir jetzt zum Teil zerschnitten, denn damit kann man auch super solche Boxen basteln. Das hält prima, da ja eh noch dieses Nassklebeband außenrum kommt und dann noch Designerpapier drauf und so weiter. Das hält Bombe. Ich kann euch mal ein Rohling noch zeigen, wenn ihr wollt. Moment. Und zwar diesen hier, der ist jetzt komplett nur aus dieser Verpackung gebastelt. Ja, also wie ihr seht, das funktioniert super. Das ist nur aus Karton. Und der ist auch circa 2 mm breit, dick. Ich schneide den so, ich lege mir das in mein Stampin' Up Schneidbrett, nehme eine ganz, ganz alte Klinge, die wirklich kein Papier mehr schneidet, und schneide mir hier meine Maße ein. Aber der schneidet nicht durch, das heißt, ihr kommt nicht komplett hier durch die Graupappe durch diesen Karton. Es ritzt das nur an und ich habe dann noch eine Schneidematte und ein Cuttermesser und damit schneide ich mir das dann komplett ab. Es ist ja schon vorgeschnitten, bis zur Hälfte ungefähr, und der Rest einfach nur mit dem Messer einmal durch und fertig. Das funktioniert auch super. Ja, okay,
Dann basteln wir mal unsere Box fertig. Und zwar brauchen wir hier noch auf diesem einen kleinen Streifen etwas Abreißklebeband. So ungefähr in etwa an die Falzlinie. Und dann legen wir uns das hier drumherum. Und die wird ja unten zusammengeklebt. Man kann es natürlich rumdrehen, wenn man es falsch gemacht hat. Aber wenn man es gleich unten zusammenklebt, dann hat man es ja schon richtig. So, einfach einmal zusammenkleben, fertig. Und also man kann es, wie gesagt, so rausziehen. Man kann aber auch eben hier noch Griffmulden reinmachen. Das ist ganz euch überlassen, wie ihr das wollt. Okay, ich lasse das jetzt natürlich so. Und jetzt kommt hier noch Deko drauf. Ich habe hier auch nicht viel. Jetzt machen wir aber erstmal noch die Handcreme rein. Hätte ich jetzt mal gesagt. Ich habe hier diese da. Die kommt jetzt hier rein. Die passt hier auch super rein. Und dann einmal noch die Deko für drumherum. Und zwar habe ich einmal einen Stempel geschenkt bekommen. Bei irgendeiner Bestellung. Ich glaube, bei der Scrapbook-Werkstatt war das. Für dich. Das finde ich super. Dann hatte ich mal ein paar Stanzschablonen mit Blättern und Eicheln. Aber die Eicheln möchte ich nicht verwenden. Ich nehme nur die Blätter. Und so habe ich mir dann einfach ein paar Blätter ausgestanzt aus Espresso, ich glaube, Olivgrün und Limette. Das Ganze möchte ich hier so dran machen und einmal ein Stück Holz hier oben drüber. Gut, dann bringen wir das erstmal an. Zwei Blätter werde ich kleben mit Flüssigkleber. Und das darf auch gerne hier über den Rand hinaus stehen, weil ich finde, es muss nicht immer alles press auf dieser einen Fläche drauf sitzen. So, und das andere Plättchen werde ich ebenfalls so aufkleben, denn ich habe ja hier dieses Holzstück und das ist ja dann schon erhaben, sonst wird das zu hoch. Ich da jetzt ein Menschenholz verwende. So. Bisschen Natur sozusagen. Nein, man kann diese Teile hier beim Teddy kaufen. In unterschiedlichen Größen in einer Tüte. Ich finde, das ist optimal. Damit habe ich schon einiges gebastelt. Und jetzt kommt hier eigentlich nur noch das für dich hier hin. Das werde ich mir mal ein bisschen schöner machen. Das heißt, einmal ein bisschen zurechtbiegen, so als Fähnchen. Sieht das nicht so platt aus. So, ne? Geht noch ein bisschen. Genau. Die Blätter biege ich mir hier so ein bisschen zurecht. Das muss ja, wie gesagt, nicht immer alles so platt sein. Das ist ja in der Natur auch nicht so. So lebt das alles ein bisschen. Das kann man mit Heißkleber festkleben oder eben auch hier mit dem Flüssigkleber. Also Heißkleber hält wirklich Bombe. Ich denke, der Flüssigkleber hier wird auch halten, wenn der getrocknet ist. Ich habe es noch nicht getestet. Aber es wird schon passen. Und dann hier noch einmal ein bisschen den Banner drauf machen und fertig. Und schon ist unsere Verpackung fertig. So, das Ganze muss noch ein bisschen trocknen hier. Aber ansonsten habt ihr somit eine kleine süße Verpackung für eine Handcreme. Passen bestimmt auch andere Sachen rein.
Also passen auf jeden Fall andere Sachen rein. Aber diese Verpackung ist jetzt halt für die Handcreme gedacht. Wer anders dekorieren oder noch mehr dekorieren möchte, gar kein Problem. Lasst eurer Kreativität freien Lauf. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert auch gerne meinen Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Und wie gesagt, wenn ihr sehen möchtet, wie die Nähmaschine aussieht, beziehungsweise beide Nähmaschinen, dann schaut auf meiner Facebook-Seite vorbei. Lasst mir auch gerne dort ein Like da. Und ja, habt noch einen schönen sonnigen Tag. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.